Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, ich stehe jetzt hier in Jalaheim, diesmal hier wieder am Briefkasten. Und ihr habt wieder viele Briefe geschrieben. Und in dieser Postfolge möchte ich wieder ja, ein paar Briefe vorlesen oder auch alle, je nachdem. Kommt drauf an, wie viele es werden. Und ja, ich bin gespannt, was ihr mir hier so geschrieben habt. Ihr Lieben, jetzt sind wir hier in meinem Postkasten drin und der erste Brief, hier hatte ich hier schon drauf gedrückt, weil ich manchmal nicht genau weiß, ob das ein Brief von euch ist oder ob das irgendwas was anderes ist. Aber gut, okay, also der erste Brief kommt hier von der Madeline Friend Love. Und okay, hallo. Oh mein Gott, du, ich kann dir endlich schreiben. Ich schaue deine Videos schon so lange und wollte dir einfach so immer mal sagen, dass du so tolle Videos machst. Mach weiter so. Und der April-Scherz war ein bisschen gemein. Oh, ich habe wirklich gedacht, dass du aufhören wirst. Könnte ich jemanden grüßen? Wenn ja, grüße ich Melinda Sky Song und die Purple Cowgirls. Und was mir aufgefallen ist, dass wir beide hinten mit Love enden. Mit lieben Grüßen, würde mich über eine Antwort freuen. Ja, liebe Madeline oder so. Das stimmt tatsächlich. Hinten endet beides mit Love. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Brief. Und ja, der April-Scherz, das war ein bisschen gemein, klar. Aber umso besser ist es ja dann vielleicht, dass ich dann doch nicht aufhöre als kleiner Scherz. Oh, tut mir so leid. Okay, also ich danke dir ganz herzlich für deinen Brief. So, der nächste Brief kommt von der Emmy Windgate. Oh mein Gott, hey, ist der Brief angekommen? Ich liebe deine Videos und du hast eine so schöne Stimme. Wenn ich traurig bin, dann schaue ich mir immer deine Videos an und dann bin ich so happy. Danke, dass du mir Freude bringst. PS, mach immer weiter so. Liebe Grüße, deine Emmy. Oh, liebe Emmy, das ist ja. Wenn du traurig bist, dann macht dich das wieder happy, wenn du meine Videos schaust. Na, das freut mich natürlich, wenn ich euch da so ein bisschen oder dich auch jetzt so ein bisschen aufbauen kann oder wie man das nennen möchte. Und danke für deinen lieben Brief, das freut mich total. Und ja, wie du siehst, ist er angekommen. Und ja, danke, liebe Emmy. So, dann der nächste Brief von der Arabella Polar Sky Fan. Okay, das wird wohl. Okay, viele Herzen. Hey Abby, immer wenn ich einen Brief schreiben will, habe ich Angst, dass er an die falsche Person kommt. Wollte aber sagen, dass ich hoffe, es ist die richtige Person und du liest ihn mal. Naja, mach einfach weiter, so gut wie du die Videos machst, einfach weiter. Liebe Grüße, Arabella. Ja, liebe Arabella, also ist hier alles angekommen, wie du siehst. Ich habe ihn auch hier vorgelesen. Und ja, danke für die vielen Herzchen. Das ist, finde ich, immer total niedlich hier. Und natürlich, ich mache auf jeden Fall hier weiter mit den Videos. Danke an dich, liebe Arabella. So, der nächste Brief. Einen netten Brief an eine nette SSO-Spielerin. Die Makazi. Was? Die Mackenzie Space Center. Oh, ist schwierig vorzulesen. Okay, liebe Abigail, ich liebe deine Videos und wollte danke sagen, dass du Videos machst. Immer wenn ich sehe, dass du ein neues Video machst, schaue ich es mir immer an. Danke, dass ich auf deiner Freundesliste bin. Okay, hier kommen ein paar Fragen. Was ist dein Lieblingspferd? Was ist deine Hassrasse? Wie geht es im Club? Ich würde mich freuen, wenn du diesen Brief in einer Postfolge öffnest. Ganz liebe Grüße, deine
Dein größter Fan. Oh je, das ist ja süß. Ja, liebe Mackenzie, ich hoffe, dass der Name ja richtig ausgesprochen ist. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Brief und ich beantworte noch kurz die Fragen. Was ist dein Lieblingspferd? Also, mein Lieblingspferd in SSO ist das Welsh Pony und der Haflinger. Und meine Hassrasse, das ist. Also eine Hassrasse habe ich eher nicht so. Ich habe dann, wenn dann ein paar Rassen, die ich jetzt nicht unbedingt kaufen würde. Und da gehört zum Beispiel der Araber dazu oder ein paar von den alten Modellen. Ja. Und wie geht es im Club? Ja, im Club geht's gut. Sind ein paar Fans mit dabei und da ist dann ja für später dann also ja noch ein bisschen was geplant und so. Ja. Okay, liebe Mackenzie, vielen Dank für deinen Brief. So, dann lesen wir mal hier die Cornelia Seasky vor. Ich bin dein größter Fan, steht hier. Okay, hey Abby, ich liebe deine Videos. Du bist witzig und cool. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir mal etwas zusammen machen könnten. Heute habe ich einen Fan-YouTube-Kanal gemacht. Es wäre cool, wenn du mal vorbeigucken könntest. Meine Fragen: Kann ich in deinen Club und in die Freundesliste? Kannst du auch Videos mit anderen Leuten, wie zum Beispiel Epona, machen? Machst du wieder ein Live, also ein Livestream? Kannst du Championat-Videos machen? PS: Ich gucke jeden Tag deine coolen Videos. Bleib gesund und munter. Mit freundlichen Grüßen, deine liebe Cornelia. Ja, liebe Cornelia, vielen, vielen Dank für deinen Brief. Deine Fragen beantworte ich hier auch gerne noch. Und zwar, ja, du kannst auf jeden Fall in den Club, wenn du möchtest, und in die Freundesliste, solange sie halt frei ist. Also im Moment ist sie, glaube ich, voll, leider. Aber im Club ist ja aktuell noch frei. Also da sind noch einige Plätze frei. Ja, da kannst du auf jeden Fall rein. Und ein Video machen mit Epona. Ja, da muss, ja, das ist natürlich machbar, aber. Ich bin eigentlich immer mehr so, also ich persönlich bin mehr so der Typ, ich mache lieber alleine Videos eher. Also, weil da müsste man ja wahrscheinlich dann miteinander sprechen und das ist, es ist nicht so, ist nicht so meins irgendwie. Aber naja, man wird sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht ist das ja auch noch mal machbar hier. Und wenn, dann müsste ja auch die Epona noch zustimmen. Ja, und Livestream mache ich auf jeden Fall wieder. Aber im Moment ist halt hier diese Krise mit dem, ihr wisst schon was. Und ja, und da ist halt ein bisschen bei mir, ja, mit der Zeit so ein bisschen, ja, etwas schwierig. Also, ja, und die Server sind ja auch jetzt brechen voll. Da wird es wahrscheinlich sowieso alles ruckeln. Und ja, müsste man dann mal sehen. Das würde ich dann wahrscheinlich eher etwas später dann wieder einführen. Ja. Okay, kannst du Championat-Videos machen? Ja, das habe ich jetzt schon öfters gehört. Ich denke immer, das wollt ihr vielleicht gar nicht sehen oder so, weil ich nehme ja viele Championate teil. Und wenn ich weiß, ihr wollt solche Videos sehen, dann mache ich natürlich öfter solche Videos von Championaten. Auf jeden Fall. Ja, okay. Okay, liebe Cornelia, bleib auch du gesund und munter und ganz, ganz lieben Dank für deinen Brief. So, dann lesen wir noch hier die Sophia Bedgrove vor. Hey, wie geht es dir? Ist in den Ice Rockers noch Platz? Wird mich sehr freuen. Liebe Grüße, Sophia. Ja, liebe Sophia, in dem Platz, in dem Platz, oh meine Güte, in dem Club ist noch Platz frei, natürlich. Und wenn wir uns ja mal sehen, dann kannst du da gerne rein. Ansonsten, ja, müssten wir mal was ausmachen oder ansonsten kommst du einfach zu den ja, Moorland Championat oder ich bin jetzt meistens mehr so bei den Golden Hills Championat. Kommt halt aufs Level an, welches du bist. Und da kann ich dich dann dort einladen. Aber ich bin meistens fast immer bei den Championaten anzutreffen. Ja, besonders halt dann auch mit dem Moorland. Genau. Ja. Danke für deinen Brief, liebe Sophia. Okay. So, dann haben wir noch Ekaterina Bunny Cry.
Hi Abby, ich bin ja deine Freundin und ich wollte dir nur sagen, du bist die Beste. Ich schaue deine Videos regelmäßig und freue mich immer, wenn ich dir bei einem Video helfen kann oder dabei sein kann. Mach weiter so und verändere dich nicht. Verstanden? Nicht. Naja, ich hoffe, dir geht es gut in den schwierigen Zeiten. Liebe Grüße, deine Ekaterina. Ja, liebe Ekaterina, vielen, vielen lieben Dank für deinen Brief. Und tatsächlich ist halt momentan schwierige Zeiten, aber ich hoffe, wir überstehen das alles gesund und munter. Und ja, bleib auch du gesund. Natürlich auch die anderen hier, ne? Ist klar, aber das ist mir jetzt gerade hier so eingefallen, ja. Gut, okay. Dann vielen, vielen Dank, liebe Ekaterina. Oh, das freut mich immer so, wenn ihr mir hier so schreibt. So, dann lesen wir hier die Stella Mido Hunter vor. Oh, du bist die Beste. Hey Abby, ich wollte sagen, du bist meine Lieblingsvideoperson. Jedes Mal, wenn du ein Video hochlädst, ich total happy. Und ich hoffe, du bleibst in dieser Zeit gesund. Deine Stella. Ja, liebe Stella, ganz lieben Dank für deinen Brief. Ja, wie gesagt, auch du bleib gesund, wie auch alle anderen, die hier das Video schauen, bleibt gesund in der aktuellen, ja, Krise, sage ich jetzt mal. Und ja, da wir hoffen, ja, hoffen wir, also hoffen wir, dass ja das Ganze bald irgendwie mal besser wird oder so, weil das ist dann doch irgendwie auf Dauer etwas nervig, würde ich sagen. Ja, aber da kann man jetzt leider nichts dran ändern. Da müssen wir halt jetzt ja Geduld haben. Ja, liebe Stella, danke, wie gesagt, für deinen Brief und das ist schön, dass du dann total happy bist und so. Ja, auf jeden Fall. Ganz lieben Dank an dich. So, dann lesen wir hier die Fea Breeze Girl vor. Das ist ja ein schöner Name hier. Fea Breeze Girl. Okay. Club. Hallihallo. Hallihallo, Abby. Ich gucke deine Videos sehr gerne. Gebe immer einen Daumen nach oben und habe ein Abo dagelassen. Oh, das ist ja vielen, vielen lieben Dank für das Abo. Sage ich gleich mal hier an der Stelle und den Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein kann. Das ist meine Art, Danke zu sagen, auch wenn jemand vielleicht anders Danke sagt. Und es würde mich sehr freuen, wenn du mich im Club zum Mitglied machst. Wäre sehr cool, wenn du diesen Brief schön findest. Kannst du ihn gerne in YouTube vorlesen und zeigen, hab nichts dagegen. Dein mega glückliche Lara heiße so in echt. Oh, das ist ja schön. Das ist ja ein sehr schöner Name, genauso wie hier das Fea ist auch sehr schön, aber Lara finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, liebe Lara, vielen, vielen Dank für deinen Brief. Und ja, alle, die hier die in meinen Club wollen, die lasse ich, ja, sagen wir mal, ein paar Tage als Anfänger drin stehen und ändere danach dann, ja, die Leute dann als Mitglied um, weil ich dann immer ja schauen kann, ob die Leute noch drin sind oder nicht. Da ist das, ich weiß nicht, da kann ich das irgendwie besser erkennen, so, ne? Wer dann wieder geht oder nicht geht, das ist, ich weiß auch nicht, ist halt irgendwie so eine Macke von mir, keine Ahnung. Aber meistens mach dann eigentlich alle hier als Mitglied klar. Es sei denn, wir machen dann noch hier irgendwas anderes wie Tresor oder sowas, dann ändert sich natürlich die Rolle, klar. Okay, liebe Lara, dann vielen Dank für deinen Brief und bleib auch du gesund. Oh, hier haben wir Brescia, Applecat, oh, wie heißt das? Brescia, Applecat, das ist ja, also so einen Namen habe ich ja noch nie gehört, klingt aber spannend. Bitte in einem Video öffnen, okay, dann machen wir das doch. Hey, liebe Abigail, ich schaue schon seit einem halben Jahr, kenne ich deine Videos. Ich würde mich freuen, wenn du mir zurückschreibst oder ein Video mit mir drehen, wenn du Zeit findest. Ich hoffe, liest du es in einem Video. Ich hoffe, es war eine Lüge, dass du aufhörst. Liebe Grüße, Brisha. Ja, liebe Brisha, das war natürlich nur eine Lüge, beziehungsweise es war einfach nur ein kleiner Streich, na gut, etwas größerer
Reich, ein April-Scherz. Also, ich höre natürlich nicht auf mit YouTube. Das macht mir viel zu viel Spaß. Also, nee, das auf jeden Fall nicht. Es sei denn, also, ich sage immer so, okay, man weiß nie, was kommt, natürlich, ne? Aber freiwillig höre ich auf jeden Fall nicht auf mit YouTube. Es sei denn, es ist irgendwas ganz Schlimmes oder mit mir irgendwas Schlimmes. Man weiß es ja manchmal nicht, ne? Was man nicht hofft, aber. Man weiß es nicht. Ja, ansonsten höre ich natürlich nicht auf mit YouTube. Ja, liebe Prisha, ja, vielen Dank für deinen Brief. So, da haben wir hier noch die Laila Fireshield. Hey Abby, ich habe dich neulich auf YouTube entdeckt und muss sagen, dass deine Videos echt super sind. Ich bin also nur ein weiterer verrückter Fan, der dich anschreibt. Dann will ich dich mal nicht weiter stören, musst bestimmt noch ganz viele andere Fanbriefe anschauen. Ich würde mich sehr freuen über eine Antwort. Liebe Grüße, Laila Fireshield. PS, mach weiter so. Ja, liebe Laila, das ist ja schön, dass du mich bei YouTube gefunden hast. Ja, und du meine Videos super findest. Das freut mich natürlich. Und verrückter Fan, das klingt sehr lustig. Ja, aber ich glaube, Fans sind ja immer ein bisschen verrückt, würde ich mal sagen. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, du bist sogar jetzt der vorletzte Brief, glaube ich. Und ja, also wie gesagt, vielen Dank, liebe Laila Fireshield, für deinen Brief. So, ihr Lieben, das war's dann an dieser Stelle mit den Briefen. Ich mache das mal zu. Ja, es hat mich wieder total gefreut, eure Briefe vorzulesen. Also wie gesagt, es kommt darauf an, wie viele Briefe hier immer so reinflattern, sag ich mal. Da versuche ich natürlich jede Woche eine Postfolge zu machen, weil ja, damit das nicht so, ja, damit das auch zeitnah passiert, so, wisst ihr. Eventuell dann später vielleicht auch alle 2 Wochen oder so. Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, ne? Ja. Okay, ihr Lieben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich hoffe, ihr fand das auch so toll wie ich. Und wie gesagt, bleibt bitte alle gesund. Passt gut auf euch auf. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis bald, ihr Lieben.